Hallo da draußen und herzlich willkommen aus Sardinien. Noch immer. Noch immer. Wir sind voll entspannt. Wir waren ja mal 3 Tage jetzt auf dem Campingplatz. Das war mal richtig entspannend. Ja, und Campingplatz Ultima Spiaggia. Mittlerweile kenne ich den Namen auch nach 3 Tagen. Kann man echt empfehlen. Also fand ich eigentlich ein sehr schöner Campingplatz und preislich auch noch ganz in Ordnung. Für 3 Nächte haben wir jetzt 84 Euro gezahlt, glaube ich, ne? Oder 86, irgendwie sowas. Ja, also wir haben natürlich auch versprochen, wir würden euch ein paar Bilder vom Campingplatz zeigen. Die seht ihr jetzt. Ja, richtig toller Platz, kann ich nur empfehlen. Das Einzige, was ich ein bisschen skurril fand auf diesem Platz, dieser geile Swimmingpool. Ja, aber wieso muss man mit Badekappe in dieses Wasser? Ja, ist wahrscheinlich so ein Hygieneding hier in Italien. Aber wenn man das Meer vor der Tür hat, dann muss man ja auch nicht unbedingt in den Swimmingpool, weil es ist ja noch immer schön warm und das Wasser hat auch noch sehr gute Temperaturen gerade. Ja, und wie ihr seht, wir sind schon wieder weitergefahren. Wir sind an dem nächsten Spot angekommen, denn letztes Mal im letzten Video habt ihr ja fast nur Straße gesehen. Wir wollen aber jetzt mal ein bisschen Sightseeing machen und wir gucken mal, was es so außerhalb dieser Straßen zu sehen gibt. Genau, deshalb eröffnen wir hiermit ein bisschen das touristische Sardinien und haben uns dann auch gleich schon einen Spot ausgesucht, der gar nicht weit von unserem Campingplatz entfernt liegt. Und zwar sind wir in Arbatax, weil hier gibt es rote Felsen zu sehen. Ja, rote Felsen? Klingt ein bisschen komisch, aber scheint wohl ein sehr großes Naturspektakel hier auf Sardinien zu sein, was man nicht verpassen sollte. Ja, das Ganze ist vulkanischer Herkunft. Es gibt natürlich keine Vulkane mehr auf Sardinien. Das ist lang her. Der Ort war jetzt nicht so spektakulär, als wir durchgefahren sind. Wir gucken uns das Ganze aber jetzt mal an. Genau, kommt mit. Viel mehr als einen großen roten Stein gibt es hier nicht zu sehen. Er ist wunderschön, muss man einmal im Leben gesehen haben. Und wir haben jetzt eine andere Mission. Und zwar sollen wir zur Gelateria, wollte ich sagen, das beste Eis der Insel abholen. Ja, weil wir sind jetzt schon eine ganze Woche hier und hatten noch kein Eis. Das geht ja gar nicht. Also nutzen wir jetzt die Follower-Tipps und fahren nach Baunai.
Leute, danke auf jeden Fall für diesen Tipp. Also die Fahrt nochmal hierhin hat sich definitiv gelohnt. Das ist das beste Ziegenmilch-Eis, was ich je gegessen habe. Ja, wir haben ja auch noch nie Eis gegessen. Aber es ist echt lecker. Und ich finde, ich habe Pistazie und Nuss. Und bei der Pistazie schmeckt man die Ziegenmilch ein bisschen, aber bei dem Nusseis überhaupt nicht. Sehr lecker. Eigentlich sind wir nur wegen dem Eis hierher gefahren. Übrigens, die Eisdiele, die heißt Timasu, falls ihr die mal sucht. Aber wir haben jetzt eine Tour durch die Stadt gemacht oder durchs Dorf. Ich weiß nicht, wie man es bezeichnen soll. Ja. Interessant. Also Baunai hat was, kann man besuchen. Ich habe mich mal informiert. Es ist eine alte Schäferstadt oder Schäferdorf früher gewesen. Viele Häuser sind verlassen, aber man merkt mittlerweile, es kommt wieder Leben rein und es ist eigentlich richtig toll. Gefällt uns immer ganz gut, so kleine Bergdörfer mit so ein bisschen Hauch von Tourismus. Also hier kann man auch ganz viele Touren starten, Wandertouren, Mountainbike, was weiß ich, keine Ahnung. Und ja, also es gibt definitiv was zu tun hier in der Gegend. Also holt euch ein Eis und schlendert kurz durch den Ort und dann könnt ihr weiterfahren. Hier in Gairo Vecchio. Ja, und wenn ihr euch jetzt fragt, was wir genau hier machen, Gairo Vecchio ist eine Geisterstadt. Und es ist gruselig hier. Ja, also es ist tatsächlich nicht mehr ganz viel über von dem Ort. Der wurde nämlich, ich glaube, 1951, ne? 51. Ja, wegen Wassereinbruch und Erdrutsch und. Unwetter. Wurde der ganze Ort umgesiedelt an Küstennähe. Und mittlerweile hat sich hier oben drüber aber auch schon eine Stadt entwickelt oder ein Dorf entwickelt. Das neue Gairo.
Ja, und wir gucken uns jetzt aber ein bisschen im alten Gairo um oder zumindest wir gucken uns mal das an, was noch davon übrig geblieben ist. Und wir gucken mal, ob es noch hier spukt, weil so sieht es nämlich hier aus. Wir sind zurück. Das war ja mega spannend. Also richtig toll. Also dem Dorf müsst ihr einen Besuch abstatten. Aber da gibt es leider kein Eis. Nee, kein Gelato und auch sonst nichts. Also nur alte zerfallene Steine, aber trotzdem irgendwie spannend. Und Moskitos. Aber wir fahren jetzt weiter. Es wird langsam Zeit, einen Platz zu finden für die Nacht, denn die Sonne verabschiedet sich gleich. Wir müssen los. Und was zu essen für heute Abend haben wir auch gefunden. Granatapfel. Ja, übrigens, die Gärten, die sind noch voll aktiv. Die wuchern zwar so richtig, richtig wild, aber es gibt überall was zu finden. Granatäpfel, Kakibäume, Feigen. Also richtig toll. Wir haben es geschafft. Kurz bevor die Sonne jetzt da hinten weg ist, haben wir unseren Platz erreicht. Richtig schön ist es hier. Wir stehen, klingt komisch hier, wir stehen an einer kleinen Kapelle. Und was richtig cool ist, ist die Aussicht. Boah, Leute, guckt euch das mal an. Da hinten, das Meer, da geht morgen früh die Sonne auf. Da unten gibt es einen Fußballplatz. Und die andere Seite, da liegt das Dorf, ich habe keine Ahnung, wie es heißt, aber richtig schön hier. Also mega Platz haben wir gefunden.
Einen schönen guten Morgen von unserem fantastischen Aussichtspunkt. Ja, ich weiß immer noch nicht genau, wo wir hier stehen. Wir haben einen Plan, wie es heute weitergeht. Und zwar wollen wir eine Höhle besichtigen. Eine der unzähligen hier auf der Insel. Und mal gucken, was uns erwartet. Wir sind angekommen. Ja, ich habe einen Bonbon im Mund. Ich auch. In der Grotta su Marmori heißt es. Ja, wird bestimmt spannend. Die ist anscheinend sehr bekannt, denn wir sind gar nicht mal alleine hier. Nee, es sind jetzt noch ziemlich viele Leute gekommen auf dem Parkplatz da unten. Und wir gucken jetzt mal, ob wir da überhaupt mit reinkommen, weil es gibt nur Eintritt mit geführten Touren. Also gucken wir uns das mal an. Quantity of water here, no? Later, the mineral-rich water created the stalagmite, the stalactite, this formation. You see the big crack in the wall, and the mineral also come out. Wir sind raus. Bisschen außer Atem. Schon ein bisschen anstrengend. Es geht ganz schön tief hinunter und nachher dann auch wieder hoch. Aber ja, sehr schön. Sehr schön. Es geht 1 Kilometer in den Fels rein. Und 1 Kilometer zurück dann. Also es ist eine Sackgasse sozusagen. Ziemlich rutschig da drin. Also auf jeden Fall ordentliches Schuhwerk. Denn mit Badelatschen ist da nichts. Nee, also zieht euch schon festes Schuhwerk an und konstante 10 Grad sind da unten und jetzt ist mir aber warm, jetzt muss ich den Pulli wieder ausziehen. Ganz genau, mir auch. Also ja, Eintritt haben wir 12 Euro gezahlt pro Person, fand ich ganz in Ordnung. Und ja, Eintrittszeiten sind ein bisschen saisonabhängig. Also jetzt Oktober sind nur noch Führungen morgens um 11 und dann nochmal um 14 oder 14.30 Uhr.
In der Saison sind nachmittags mehrere Führungen. Ich glaube nochmal 17 Uhr und so. Aber ja, am besten irgendwie auf dem Internet gucken, um die Öffnungszeiten herauszufinden. Ja, der Guide auf Englisch und Italienisch. Ja. In der Saison vielleicht auch auf Deutsch, aber... Weiß ich jetzt nicht, aber auf Englisch, also es war alles ziemlich klar verständlich. Ziemlich easy, aber richtig interessant. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja, Grotte su Marmoni. Wir blenden es ein. Marmori. Einen schönen guten Morgen von? Aus Foxy Manna. Komischer Name. Gut, dass ich meine Reiseleiterin habe. Ja, gestern nach der Grotte haben wir uns auf die Suche nach dem Stellplatz gemacht oder nach dem Nachtplatz, besser gesagt. Mhm. Offiziell ist er nicht. Wir waren trotzdem zu drei Campern waren wir hier. Ja, also wir waren zu Beginn noch alleine hier und das Wetter war gestern ja auch nicht so ganz toll. Und haben uns dann trotzdem hier an den Strand gestellt, oder wir schauen auf den Strand besser gesagt, und sind dann noch zwei Camper, Franzosen, noch ein bisschen später zu uns gestoßen und haben hier aber eine ganz entspannte Nacht verbracht. Aber hier ist irgendwie gar nicht viel los in der Umgebung. Ja, hier gibt's nichts. Toller Strand, den kann ich euch auch mal zeigen. Und gestern Abend ist uns bewusst geworden, dass unser Moskitonetz auch wirklich funktioniert. Ich hab's mal gefilmt. Mhm. Und was wir heute so umreißen, das werden wir sehen und ihr werdet das auch im nächsten Video erst sehen. Mhm. Denn ich glaube, das Video ist schon wieder lang genug. Ja, wir beenden das jetzt einfach mal hier und ja, im nächsten Video geht es dann wahrscheinlich Richtung Hauptstadt Cagliari, glaube ich, spricht man das aus? Ja, heute ist nämlich Samstag und wir müssen noch einkaufen und dann wird es zu spät. Und morgen ist Sonntag, dann soll die große Markthalle dort geschlossen sein. Ja. Und also müssen wir abwarten bis Montag. Mhm. Weil Markthalle muss man dort sich anschauen. Da gibt es bestimmt was zu essen. Gut, wir machen Schluss hier an dieser Stelle und bedanken uns fürs Zuschauen. Und wenn ihr weiterhin wissen wollt, wie es weitergeht, dann ja, ihr wisst, was zu tun ist. Abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen. Ich sag das immer, immer wieder. Ne? Immer wieder. Also, ihr seht uns nächstes Mal und wir suchen uns dann jetzt mal einen Platz, wo wir die nächsten zwei Tage verbringen. Mhm. Und wir sehen uns dann, glaube ich, am Montag. Ja, ciao.